Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf The Frühling von Kalle, den Ultra Mapping Man. Yeah, that's Kalle by the way. Kalle wird berühmt. Ja, Kalle ist berühmt. So, ich habe eben überlegt, wie formen wir am besten. Und dann habe ich mir gedacht, welches wird, wir nehmen ihm das Moped. Presse ist gewaschen und ja, Helga wollte die noch polieren, deswegen steht die dann noch, ne? Vier der Sangrubbern. Wir haben eilig. Ja, ist so. Ich bin wirklich mal eulig. Wir müssen ja auch noch was schaffen. Entschuldigung, war mit purer Absicht, weil sonst wisst ihr, ne? Und dann versteht ihr mich nicht, ne? Ja. Was ich da jetzt gesagt habe, könnt ihr euch ja vielleicht irgendwann mal anhören oder so, weiß ich nicht. Ich vergesse das immer zu entmuten. Deswegen lasse ich das dann meist so eben fix. Schickram. Dann nehmen wir die jetzt kurz hier hin. Muss die Wiese frei haben. Das ist jetzt ein bisschen nicht so schön. Aber was willst du machen? Die müssen ja auch eigentlich zur BGA, ne? Aber da haben wir gar nicht so viel Zeit für. Wir müssen ja auch sehen, dass wir hier Kasalle machen. Glyphos habe ich immer noch nicht gekauft, ne? Auch nicht schön. Danke. Dass du ihn trotzdem noch genommen hast, ne? Hoffentlich beschwert sich nicht die Gemeinde, wenn wir die jetzt hier hinlegen, du weißt du? Nicht die sagen, du, das geht nicht, das ist Umweltverschmutzung. Weil da ist ja Folie drum. Dann stehen wir da mit unserem Talent, ne? Sack und Asche, Mann. Wir haben eulig. Wir brauchen auch ein Bild, ne? Sollten wir vielleicht auch mal zwischendurch machen. C, warte. C. Dann machen wir mal. Druck. Danke. Machen wir schnell wieder Innenansicht. Schmeißen wir die wirkliche Story hin, ne? Das ist, würde ich mal sagen, echt taktisch klug, oder? Oder auch nicht, weil du kannst schlecht aufladen, aber sie müssen jetzt erst hier hin. Ich kann auch auf Konsole drücken, ich vergesse das immer wieder, ne? Ja, das ist halt in meinem Alter, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Dann wird es bald Zeit, Zettel im Portemonnaie zu tun mit einer Adresse, damit er auch weiß, wo du wieder hin nach Hause musst, ne? Das ist wohl so. Nein. Das ist, wie es ist. Sagen wir es so. Wir haben so ein paar Sachen noch zu erledigen, ne? Sekunde, schon, ne? Gestern habe ich ja ganz neue Sachen auf der Frühling 2K23 entdeckt, ne? Auf den neuen Frühling. Wir haben ja sogar eine Käseproduktion an dem Hof und hier so ein Ding da auf dem Bogen. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Kalle, tut mir leid, Asche auf mein Haupt. Ich habe es echt noch nicht gesehen gehabt. Ich dachte immer, die Schöppe wäre da leer. Ist ja jetzt eine Käseproduktion drin, ne? Weißt du, mich hat ein Zuschauer gefragt, wo die ist. Ich denke, die sind bei der Molkerei. Wir haben am Hof eine Käseproduktion. Cool. Cool, 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 wer? Ne, rückwärts kann ich ganz gerne. Oh. Rückwärts gang. Und dann nehmen wir vorwärts und vorne in die Richtung. Und wenn wir das geschafft haben, sind wir gut. Weil wir müssen Ballen wickeln. Und Glyphos kaufen. Richtig? Richtig. Müssen wir mal ein bisschen Glyphos, ne? Ist wohl so ein Leben, ne? Ja, 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 ja. Boah. Letztens schrieb der Martin, ich würde die Maps wechseln wie die Unterhose. Ja, muss sein, dass ich öfters mal ein neues Projekt anfange oder so, aber eigentlich die Stammprojekte, die laufen doch immer hier. Also da kann ich ja nicht sagen, dass die wechseln wie eine Unterhose, oder?
Es gibt halt manchmal so Zeiten, da kommen Maps raus, die spielst du einfach, weil die einfach genial sind. So wie die Weißenbachtal. Und so, dann musst du einfach mal schwubbidiwupp. Let's go! Versteht ihr? Ist halt manchmal im Leben so. Und dann spielen wir im Moment ziemlich viel Multiplayer. Weil es auch Spaß macht. Klar geht da viel Zeit für drauf, aber es macht halt auch Spaß, ne? Ich habe noch nie so viel Ballen in meinem Leben gemacht. Pizza! Diese Kommersche, ey. Ich bin dann nur noch am Ballen fahren und so. Und hier am Plan und da am Plan. Echt, den musst du dir einen Move nach dem nächsten aussuchen. Aber das ist cool, ey. Das macht total Spaß. Und auch mit den Männers, ne? Und wenn was Spaß macht, dann muss man das spielen. Weil das ist so im Leben. Das Leben ist schon ernst genug, ne? Sagen wir, wie es ist. Dann muss man das auch mal machen, was Spaß macht. Herrlich. Zip, zip. Mach mal eben hier. Danke. Und war auch ordentlich Arbeit hier, du. Alles wickeln und so. Und alle zum Hof heizen. Stress pur. Und man nicht auf Frühling. Frühling ist Chili Vanille. Moment, Set. Und dann können wir die ja nämlich schön wegholen, ne? Und dann später zur BGA fahren, wenn wir mal ganz viel Zeit haben. Aber wir müssen auch noch Mais im Bogen drücken, deswegen haben wir so ein bisschen Drack. Ja. Ich glaube Soja, doch Soja bräuchten wir für die Schweine. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob die noch gut versorgt sind. Ich total vergesse, ne? Die haben auch, glaube ich, Ferkels gemacht. Danke. Sehr liebenswürdig, liebe Balle, dass du doch noch mit möchtest. Ich hatte schon so ein P in den Augen, dass du keine Lust hast. Hat läuft. Und ich billig ist auch für die BGA, ne? So ein paar haben wir da am Hof liegen, die werden wir nachher mal eben kurz rüber heizen. Dass der Laden da läuft, ne? Das müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch machen. Und der Laden muss da auch rennen. Wir brauchen ja ein bisschen Tollers. Sagen wir, wie es ist. Herrlich. So entspannten Mittag, Frühlingsspielen ist immer gut, ne? Muss auch mal sagen. Oh, wir haben den Drack. ZT4, das ist ein Grubern, dann können wir da später Mais legen. Wir müssen den Mais drinnen noch voll machen. Wir müssen Ballen zu dem WGA auffahren. Hier müssten wir eigentlich ein bisschen was düngen. Vielleicht mieten wir uns eben Gülle fast oder so. Wir haben ja Gülle und Mass. Das machen wir auch. Wir mieten uns eben so ein Fässchen. Das ist ja kein Problem für uns. Ist ja nicht so, als wären wir hier bei arme Leute. Z. Ich will immer auf der Tastatur Z drücken. Dann haben wir schon mal so eine Grunddüngung für Mais, ne? Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Guck mal, erste Wiese haben wir schon gewickelt. Das läuft.
Fahren wir ihn zur nächsten Weide. Und wickeln da auch noch. Oh, hier steht auch schon was Schönes, Ding. Unsere anderen Wiesen können wir auch schon bald mähen, aber dann machen wir jetzt im Mai, ne? Dann machen wir heute ordentlich Neuschnitt diesmal. Ganz stark von ausgehen, dass wir mal einen ordentlichen Neuschnitt machen. Weil wegen mit Zeit. Ich spiele noch beide Frühling, ne? Aber irgendwie kommt es einem nicht so vor, als würde man dieselbe Map spielen. Also zumindest geht mir das so. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht oder ob ihr das auch noch mal. Aber ich denke immer, ich spiele gar nicht dieselbe Map. Weil es irgendwie zwei verschiedene sind. So vom Aufbau und Aufmachung her und so, weißt du? Ist ja doch was anderes, ne? Es geht ja dringend ratzifatzi mit dem Ding, ne? Das ist gar nicht schlecht, dieses Gewölpack. Klar, jetzt sind die jetzt auch alle noch hier so und da so, aber für die Realismus von Nordica, wenn ihr die dann wegholst und ist die Large, dann ist ja egal, ob du mit dem Pike reinpiekst oder nicht. Und wenn du willst und hast einen guten Ballenbaum, kannst du die auch schon so aufladen. Was aber einen schönen großen Ballenbaum, weil so viel kriegst du ja nicht bedoppt, ne? Weil da doch ein ziemlicher Abstand zwischen ist. Und sparst du die Silagezange. Kannst du auch so hoch machen? Ich finde es echt cool. Kann ich immer wieder nur sagen. Aber dieses Expo, oder? Da habe ich mir noch gar nicht mal geladen, du. Weiß ich. Ist nicht so mein Ding. Das DLC. Vorwärts, mein Freund und Kupferstiche. Gib Schub. Das muss fertig. Warum eigentlich? Sind wir, mieten wir uns einen Glyphos oder kaufen wir einen Glyphos? Ich weiß es noch nicht. Gucken, können wir irgendwie auch eins kaufen oder was? Ne? Was du hast du, da brauchst du nicht wieder kaufen oder so. Aber nichts Teures und nichts Weltbewegendes sein. Halt ein Güllefäß. Oh, ich muss bestimmt heute noch wieder Gärreste juckeln, ne? Aber ich muss noch flügen und Ballen fahren. Ja, gucken wir mal. Wie das alles so wird. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal,
und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.